Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In einer weiteren Folge von Matträtsel schauen wir uns gemeinsam die sieben Aufgaben an, die wir zwischen dem 22. und 28. Juni in unserem Community-Tab auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht haben. Dort machen immer sehr viele Leute mit, die Rätsel sind sehr beliebt. Aber mit diesem Video möchte ich noch allen Leuten eine Chance geben, diese Rätsel auch zu lösen, die im Community-Tipp die Aufgaben nicht gemacht haben. So, fangen wir an mit dieser Aufgabe hier. Weiß am Zug setzt forciert matt und zwar in zwei Zügen. Ihr dürft dann immer das Video pausieren und die Lösung suchen. Ich zeige dann relativ fix die Lösung. Hier gewinnt Weiß entweder durch Läufer F5 Schach. Das ist der schnellste Weg. König E7. Es ist Doppelschach. Das heißt, der König muss ziehen. Die Dame kontrolliert hier sehr viele wichtige Felder. Der König muss nach E7 und dann folgt einfach Turm D7. Schachmatt. Weiß gewinnt auch im ersten Zug durch Läufer B5 Schach. Das ist auch ein Doppelschach. Hier kann der König aber nach E6, Dame D5 Schach. König E7 und Dame D7 Schach. Das ist allerdings matt in drei Zügen, also ein Zug länger. Machen wir weiter. Hier ist Schwarz am Zug und setzt matt in zwei Zügen. Wir sehen, der weiße König steht hier auf D3 in so einem Mattnetz. Dieser Bauer hier kontrolliert dieses Feld, die Dame kontrolliert das und das Feld und dieses und dieses und dieses. Hier ist noch ein Springer, der auch dieses Feld kontrolliert und dieses. Aber momentan deckt die weiße Dame zum Beispiel dieses Feld, sonst könnte man Dame D2 Schach spielen. Wie kann Schwarz die Dame ablenken? Und zwar kann sie das mit Läufer E4 Schach. Die Dame muss nehmen und jetzt folgt Dame D2 Schachmatt. Der Springer deckt hier die Dame. Nächstes Beispiel. Hier ist Weiß dran und setzt matt in zwei Zügen. Wir sehen, der schwarze König hier ist in großer Gefahr. Die drei Figuren hier greifen an und insbesondere die Wirkung des Läufers kann man hier ausnutzen, um den König matt zu setzen. Eine Hilfe ist immer, um solche Stellungen korrekt zu lösen, denkt an die Kandidatenzüge, das heißt an Schachgebote und Schlagzüge. Hier schlägt der weiße Turm den Läufer hier mit Schach. Der König hat keine Wahl, er muss nehmen. Es ist wieder ein Doppelschach übrigens, deswegen muss der König diesen Turm nehmen und dann folgt Dame F7. Schachmatt, die Dame ist gedeckt vom Läufer. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, das ist matt in vier Zügen. Der schwarze König steht schlecht, die Dame kontrolliert hier viele Felder. Sie braucht aber die Hilfe von Leichtfiguren. Das erste Schach, was hier auffällt, ist das Schach mit dem Springer auf D5, Schach. Der König muss nach vorne, nach E6. Und jetzt fällt ein weiteres Schach auf, und zwar Springer G5 Schach. Und der König wird weiter nach vorne gezerrt, ins Freie. Und egal, wo er hingeht, die weißen Bauern erledigen den Rest. Sagen wir mal, er geht nach E5. Dann folgt F4 Schach, König F5, G4 Schachmatt. Der König ist angegriffen, die Bauern sind alle gedeckt hier und der schwarze König kann nicht mehr fliehen. Ne? Die andere Variante ist, wenn der König nach F5 geht, nach F5, dann folgt G4 Schach. Der König geht nach E5 und dann beliebig entweder D4 Schachmatt. Man sieht, der schwarze König kann nirgends mehr hin. Oder sogar F4 ist auch Schachmatt. Auch matt in vier Zügen. Machen wir das nächste. Hier ist Weiß dran. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist ein Matt in vier Zügen. Und weil es enthält auch einen stillen Zug auf dem Weg zum Matt. Das erste Schach, was auffällt,
ist insbesondere diese Schach hier, Läufer D3 Schach, greift den König an. Der Springer hier ist sehr wichtig, weil er kontrolliert diese Felder hier. Und der König, der schwarze König, hat nur ein Feld, König E1. So, hier besteht so ein bisschen das Problem darin, dass dieser Springer gefesselt ist. Dass dieser Springer hier das Feld kontrolliert, sonst könnte man natürlich mit Läufer G3 sofort matt setzen. Aber hier schlägt der Springer den Läufer einfach und das ist kein Matt. Und ja, gar nicht so einfach. Allerdings denkt man immer daran denken an die forcierten Züge, das heißt Schachgebote und Schlagzüge. Gut, jetzt gibt es hier keinen besonderen Schlagzug, außer den Turm zu nehmen, aber wir wollen ja matt setzen und Weiß hat auch materiellen Nachteil. Man muss den Zug Läufer C3 Schach berechnen. Läufer C3 Schach greift den König an. So, Schwarz muss nehmen, weil der König hat keine Fluchtfelder. Und jetzt kommt ein stiller Zug. Und wichtig ist, dass der Bauer jetzt hier auf C3 steht. Und dadurch ist der Springer auf dieser Linie, auf der C-Linie, nicht mehr gefesselt. Der schwarze König ist aber in einem Mattnetz. Der Springer kontrolliert die beiden Felder. Der Läufer kontrolliert das und das Feld. Und auch der König spielt eine große Rolle, weil er kontrolliert das und das Feld. Das heißt, der schwarze König kann nicht mehr ziehen. Wir müssen jetzt nur noch diesen Springer hier auf C4 irgendwie in den Angriff überführen und den schwarzen König attackieren. Das dauert natürlich Minimum zwei Züge, weil von C4 aus kann er den König nicht angreifen. Aber Springer E3 ist der Gewinnzug und jetzt setzt Weiß im nächsten Zug, egal was Schwarz macht, Schachmatt. Entweder hier rüber oder darüber. Und Schwarz kann nicht verhindern, dass der Springer entweder nach C2 oder G2 geht. Ne? Er kann ja nicht beide Felder gleichzeitig decken momentan. Zum Beispiel G1, Schwarz holt sich sogar eine Dame und dann ist Springer C2 Schachmatt. Oder C2 und dann ist Springer schlicht G2 matt. Ne? Diese Felder sind alle, die werden alle kontrolliert von weißen Figuren. Hier ist es ein Matt in fünf Zügen und wer mein Video gesehen hat, erstickt es Matt. Sieht er es oder sieht er es nicht? Mein Coaching mit Rumatra, da habe ich ein Video veröffentlicht auf meinem Kanal. Das ist ja auch ein ersticktes Matt. Weiß schlägt hier auf B5, Schach. Wenn man das Motiv kennt, dann sieht man das Matt relativ fix. So, König dahin, dann kommt hier Matt. Ne? Das ist trivial. Also rennt der König weg nach F8. Hier kommt Springer D7 Schach. Der König geht zurück nach E8. Und jetzt kommt der entscheidende Schlag. Springer F6 Schach, Doppelschach. Ne? Der König muss nach D8 oder F8. Geht er nach D8, kommt damit die 7 Matt. Das ist einfach. Geht er nach F8, kommt jetzt das erstickte Matt. Wie funktioniert das? Das sollten inzwischen alle wissen. Dame D8 Schach, E8 Schach, Turm schlicht E8 und jetzt Springer D7 Schachmatt. Ein schönes ersticktes Matt. So, ich glaube, ein Beispiel habe ich noch. Ja, hier ist Schwarz am Zug und setzt in sechs Zügen Matt. Vielleicht ist es nicht einfach, alle Züge von hier aus durchzurechnen, aber was man auf jeden Fall sieht, ist ein bestimmtes Motiv, nämlich dass die Läufer hier in die Königsstellung hineinschauen, des Weißen, plus der starke Turm hier, der auf der fünften Reihe was machen kann, plus die Dame. So, welchen Kandidatenzug haben wir hier, den wir unbedingt rechnen müssen? Es ist gleichzeitig ein Schlag- und Schachzug. Und egal, ob er sinnvoll aussieht für euch im ersten Moment, ihr solltet versuchen, ihn durchzurechnen. Der Zug lautet Dame schlägt H3 Schach. Das ist der einzige Schachzug gewesen, den Schwarz hatte. Plus, es ist auch ein Schlagzug. So, Weiß hat keine Wahl. Naja, Weiß hat schon die Wahl. Er kann den Läufer dazwischen stellen oder er kann nehmen. Gucken wir uns erstmal an, was passiert, wenn Weiß nimmt. Dann folgt Turm G5 Schach. Der Läufer wird demaskiert, bietet Schach. Dieser Läufer
kontrolliert alles hier. Der Turm steht auch super hier in der Richtung. Jetzt, der König muss nach vorne. Es folgt Turm G2 Schach, König A1, Turm schlicht E2 Schach. Und Weiß kann jetzt das Matt nur hinauszögern, indem er zwei Figuren dazwischen stellt, aber letztendlich ist es Schachmatt. Weil die weißen, schwarzen Figuren alles kontrollieren. Alle Felder, wo der weiße König hin könnte, wenn er dürfte. Gehen wir zurück zur Stellung nach Dame schlicht H3. Was passiert nach Läufer H2, wenn Weiß das Schach blockt hier mit dem Läufer? Das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Eine ganz simple Möglichkeit ist der Turm H5, sehe ich hier. Greift den Läufer an. Der Läufer fesselt hier. Der Läufer steht gut und deckt dieses Feld hier. Was soll denn hier Weiß machen überhaupt? Eigentlich gar nichts. Er kann das nur wieder hinauszögern mit so irgendwelchen unsinnigen Schachs. Also ein Computer würde das hier so hinauszögern. Naja, Dame G1, Läufer schlicht G1, König schlicht G1 und hier ist es letztendlich Matt auf H2. Genau. Weil der Turm dieses Feld da kontrolliert. Also Weiß kann es nur sinnlos hinauszögern. Hier ist auch Matt Dame schlicht G2 natürlich. Na, das geht auch. Jo, das war, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, genau, die letzte Aufgabe für diese Woche. Falls ihr weitere Aufgaben dieser Art machen möchtet, dann guckt einfach mal in meine Playlist hier. Dort findet ihr viele weitere Folgen von Matträtsel und ja, könnt so euer Rechenvermögen, eure Rechenfähigkeiten trainieren und verbessern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.